أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Alles Lob gebührt alle den Herrn der Welten. Ihn allein Lob preisen wir ihn und ihn allein bitten wir um Hilfe. Wir suchen Schutz bei Allah vor dem verfluchten Shaitan und wir suchen Schutz bei Allah um unser eigenes Übel willen. Wen Allah recht leitet, der ist recht geleitet, den kann man nicht in die Irre führen. Und wen Allah in die Irre leiten lässt, für den magst du nichts zu tun. Ich bezeuge, es gibt keine Gottheit außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. So, ich möchte heute mal ein wichtiges Thema ansprechen, nämlich ein Thema, das wohl sehr viele Muslime aus den Augen verloren haben oder vielleicht gar nicht mehr bewusst sind, überhaupt je bewusst war. Und das ist, was wissen wir eigentlich über die Umma Mohammed? Umma, wie wir wissen sollten, bedeutet Gemeinschaft oder eine Gemeinde. Alle Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala geschaffen hat, bilden eine Umma, eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Menschen, die Gemeinschaft der Tiere, die Gemeinschaft sogar von den Pflanzen. Zum Beispiel die Tiere, die Bienen sind eine Umma, die Ameisen sind eine Umma. Oder die Pflanzen, die Bäume sind eine Umma oder die Blumen sind eine Umma. Auch wir Menschen teilen uns in Ummas auf, ob wir es wollen oder nicht, oder ob wir es akzeptieren oder nicht. Irgendjemand schließe ich mich an. Ein Atheist zum Beispiel schließt sich der Umma der Atheisten an. Ein Teufelsanbeter, der Umma der Teufelsanbeter. So ist eigentlich für jede Religionsgemeinschaft eine Umma da. Oder für jede Lebensgemeinschaft an sich, ob religiös oder nicht religiös. Die Umma der Muslime gibt es da, die Umma der Christen, die Umma der Buddhisten, der Juden, was wir so alles kennen. Die jeweiligen Ummas können wieder unter sich verschiedene Umma haben, verschiedene Gruppierungen, wie wir sie bezeichnen möchten. Zum Beispiel die der Christen, in den Katholiken, in den Evangelischen, in den Zeugen Jehovas, in den Mormonen und so weiter, oder Zeugen Jehovas. Und auch bei den Muslimen gibt es verschiedene Umma. Die erste Umma natürlich ist die Umma von Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Aber aufgrund von verschiedenen Irrlehren haben sie natürlich auch andere Ummas gebildet, die sich zwar als Umma der Muslime sehen, aber keineswegs zur Umma von Mohammed sallallahu alaihi wasallam dazu gezählt werden können. Zum Beispiel die Umma der Ahmadiyya. Die Ahmadiyya sind für uns Muslime gar keine Muslime, weil sie ja einen neuen Propheten haben und vieles ganz anders sehen, wie der Koran und die Sunna es gebracht haben. Dann gibt es die Umma der Koraniten, und die, wo die Sunna ablehnen, die, wo sagen, der Koran reicht für uns. Aber auch die Umma der Wahhabiten. Diese in die Irre befindenden. Und deshalb ist die Umma von Mohammed sallam eine besondere Umma. Unter denen Muslimen, die sich Umma nennen oder die, wo irgendwelche Umma als Bezeichnung bekommen. Die Umma Mohammeds kann man nur angehören, wenn man auch seinen Weg geht, also sprich der Sunna, als Maßstab Koran und Sunna. Und da fängt natürlich schon ein gewisses Problem an, denn alle Gruppierungen sagen von sich her, dass sie eigentlich der Umma Mohammeds sallam angehören und nur sie sogar die einzig Richtigen sind. Aber die Bestätigung, die werden wir erst bekommen oder werden auch alle die erst bekommen am jüngsten Tag, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und saß nämlich dann am jüngsten Tag, wenn wir suchen, wer für uns Fürbitte einlegen könnte bei Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wir schließlich beim Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam landen und dann einige, die sich an den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam wenden wollen und Engel ihn, diese Person wegziehen und sagen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, er gehörte nicht zu deiner Umma. Das ist dann die Bestätigung, dass er nicht dazu gehörte, obwohl er sich auf Erdenleben einst dazu gezählt hat. Woran kann man nun erkennen, ob man tatsächlich der Umma von Mohammed sallam angehört oder angehörte? Man kann zum Beispiel viele Dinge machen, die auch der Prophet Mohammed sallam in seiner Sunna gemacht hat. Aber dabei sich etwas einschlich
oder man etwas einbrachte, das eben nicht zur Sunna des Propheten Sassalem gehört. Nehmen wir zum Beispiel die Praktiken der sogenannten Wachibiten an. Die Wachibiten selber sehen sie ja nicht als Wachibiten, das wird immer falsch verstanden. Wenn wir Leute als Wachibiten abstempeln, dann nicht, weil sie sich selber so nennen, sie haben ja bessere Namen gewählt, sondern weil sie einfach der ihr Lehrmeinung von Abu Wahab folgen. Zum Beispiel machen sie auch viele Dinge, die wir Muslime, die Umma von Mohammed Sallallahu machen. Sie fasten, sie beten, sie machen Dawa. Aber sie haben Praktiken drin in ihrer Art und Weise, also Handlungen, die eben nicht aus der Sunna stammen. Wie das viele streiten, das Suchen nach Fehlern bei anderen, das gar Absprechen, dass sie Muslime sind. Und natürlich die Gewalttätigkeit, die wo sie innehaben. Und zu guter Letzt leider auch die Spaltung, seitdem ihr Auftreten da ist, sie zu verantworten haben. Das sind Dinge, die sind nicht aus der Sunna. Die gehören auch nicht zur Sunna. Das sind neu eingeführte Dinge, die wo sie für gut halten, aber eben nicht aus der Sunna sind. Es ist für einen Muslim deshalb sehr wichtig, nicht nur islamische Inhalte zu lernen, sondern auch die Sunna. Wie hat der Prophet Mohammed Sallam den Islam gelebt, wir haben ihn seine Sahaba verstanden und haben ihn praktiziert. Jetzt stellt sich die Frage dann, woran kann man erkennen, ob man dann wirklich zu Umma Mohammed Sallam gehört? Diese Frage ist mit Sicherheit nicht leicht zu beantworten, weil nämlich alle anderen Umas ja auch sagen, wir sind von denen und deshalb ist es schwer. Es sind ja meistens nur einige oder wenige Aspekte, die sie aus der Umma von Mohammed Sallam herausbringen. Weil wir es schon gehört haben, viele Dinge praktizieren sie ja, viele Dinge machen sie ja, die ja auch aus der Umma Mohammed Sallam praktiziert werden. Um dies für sich beantworten zu können, sollte man deshalb die Sunna des Propheten sehr gut studieren und nicht einfach Hadith hernehmen und sie nach seinen Gedünken auslegen. Wenn man einige Merkmale nachgeht, die jetzt aufgezählt werden, dann sollte es einen zum Denken, zum Nachdenken, zum Nachfragen seiner islamischen Lebensweise anspornen. Nummer 1. Wird man von einer gewissen Mehrheit von Muslimen als Sekte oder falsch abgestempelt? Das ist für sich ein Fragezeichen dann, ob man wirklich der Umma Mohammed Sallam angehört. Zweitens, wenn man Praktiken ausübt, die sich klar gegen die Sunna richten, zum Beispiel nach Streit suchen, nach Spaltung der Umma suchen, nach Fehlern suchen, um Muslime fertig machen zu können, entspricht ja nicht der Sunna. Drittens, wenn man darauf besteht, dass nur seine Lehrmeinung die einzig richtige ist und alle anderen falsch sind. Ein Überdenken seiner Zugehörigkeit, zu welcher Umma man gehört. Viertens, wenn Praktiken auftauchen, die von den vier Messebs nicht als akzeptabel angenommen wurden. Es gibt noch mehrere Punkte, aber es sind ja die vier großen Stichpunkte, die wo einem schon einen Überblick geben sollten. Ich handle danach, welche Umma gehöre ich denn an? Das waren jetzt die äußeren Merkmale, die Hinweis darauf geben können, ob man der Umma Mohammed Sallam gehört oder irgendeine andere Umma, die sich ja auch Umma von irgendwas nennt. Es gibt auch innere Merkmale, die darauf schließen lassen, dass man wohl der Umma von Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam nicht angehört. Wir wissen vieles aus der Lebensgewohnheit des Propheten Sallam und seiner Gefährten, um uns ein klares Bild davon zu machen, wie wir uns Allah am besten hingeben können oder wie wir es Allahs Wohlgefallen am besten erlangen können. Uns Muslime muss wieder klar werden, dass genau das Festhalten an der Sunna zu der Zugehörigkeit der Umma es ausmacht. Und nämlich eines der wichtigsten Zugehörigkeiten ist nämlich die Zugehörigkeit des Herzens zur Moschee. Viele Muslime gehen, wenn überhaupt, dann nur noch freitags regelmäßig zur Moschee. Das ist ein ganz klares Verlassen der Sunna. Denn der Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam verweilte sehr viel Zeit in der Moschee
Und das nicht nur damit zu begründen, weil er nebendran wohnte, sondern weil er einfach die Wichtigkeit erkannte, die Moschee ist das Zentrum der Muslime. Drum ließ er seine erste Handlung, als er in Medina ankam, gleich durchführen, nämlich den Bau einer Moschee, eines Masjid. Hat schon seinen Grund. Die Moscheen zählen zu den Häusern Allahs und sind somit der wichtigste Treffpunkt für Muslime. Obwohl die Moscheen mehr sind als nur eine reine Gebetsstätte, werden sie doch heute nur noch fürs Gebet benutzt. Schuld daran sind in erster Linie nicht nur die Moscheevorstände, sondern auch die Gemeinde, die ja die Moscheen leider nur noch zum Beten aufsucht. Leider sind in den meisten islamischen Ländern jegliche Aktivität außer das Gebet verboten. Aber gut, die Muslime können ja dafür nichts, wenn der Staat das unterdrückt und verbietet. Aber hier in Deutschland können wir die Moscheen auch wirklich als islamisches Zentrum benutzen. Es liegt also an uns oder die Moscheebetreiber, für was sie ihre Türen offen halten. Wenn man in sich kein Verlangen verspürt, dass die Moschee einen fehlt, dass man nicht hingehen kann, wie so, gerade auch bei der Corona-Zeit, da muss man sich ernsthaft hinterfragen, welche Umma man angehört oder ob man überhaupt noch der Umma Mohammed Sassalam angehört. Als nächstes die Brüderlichkeit in Augenschein zu nehmen. Wie hilfsbereit bin ich noch oder für wie viel Hismet in der Umma trage ich noch bei? Das sind wirklich Merkmale. Was bin ich noch bereit für meinen Bruder zu tun, ihm zu helfen? Oder allgemein, ohne Aufforderung, wie bereit bin ich etwas zu tun, Hismet zu machen? Nicht nur in der Moschee da sauber zu machen. Es gibt noch mehr, wo man Hismet machen kann. Oder ein anderer Punkt. Welche der Ibadets wähle ich denn für mich aus? Nur solche, bei denen ich fast nichts machen brauche? Also zum Beispiel, ich höre, wenn man 100-mal Subhanallah sagt, dann bekommt man eine gewaltige Belohnung. Reicht das nun für mich? Fixiere ich mich auf die 100 Subhanallah und alles andere ist mir dann egal? Oder bin ich auch bereit, zum Beispiel freiwillige Gebete, Sunnah Nafile zu machen oder gar nachts aufzustehen, den Schlaf zu unterbrechen? Das sind auch Anhaltspunkte. Gehöre ich noch der Umma Mohammed Sassalam an? Das sind die Dinge, die der Prophet mir praktiziert hat. Und das nicht nur ab und zu, sondern ja beständig. Es gibt natürlich sicherlich viele Sunna, die man alle gar nicht kennen mag, geschweige denn überhaupt zu praktizieren vermag. Aber man sollte wenigstens die Sunna-Arten, die man kennt, versuchen auch umzusetzen. Natürlich immer im Bereich des Möglichen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die gewisse Art von Erschwernis der Prophet Sallam und seine Sahabe auf sich genommen haben. Also sollten wir das auch für uns als Verpflichtung sehen, eine gewisse Art der Erschwernis auf uns zu nehmen. Ein großes Problem stellt natürlich heute das Erlernen des Wissens dar. Bei den allermeisten ist ein ehrliches Bestreben nach Wissen gar nicht mehr vorhanden, gar nicht gegeben. Denkt man zum Beispiel an sozialen Medienplattformen wie YouTube oder TikTok, das halt sehr schwer ist, authentisches Wissen sich anzueignen. Gerade im deutschsprachigen Raum haben die Wahhabiten da die Führung übernommen mit ihrer Irrlehre und versuchen die Leute in die Irre auf den falschen Weg zu bringen. Und das andere ist natürlich auch, sich die Zeit zu nehmen, Wissen sich anzueignen. Man möchte heute nur noch kurze Videoclips sehen, so von 2-3 Minuten, und damit möchte ein ganzes Islam verstehen. Man ist gar nicht mehr bereit, Zeit zu opfern. Wenn wir aber sehen, wie die Sahaba sich bemüht haben, vom Propheten Mohammed, sich Wissen anzueignen, dass sie sogar mit ihren Nachbarn abgesprochen haben, die Arbeit zu teilen, dass der Nachbar die Arbeit des einen übernimmt und der dafür in die Moschee gehen kann, zum Propheten Mohammed, und dann abends ihnen davon berichtet und am nächsten Tag das gewechselt wird. Wenn man heute bedenkt, zu was sind wir bereit? Wenn man Glück hat, dann geht man vielleicht noch gerade fürs Gebet in die Moschee, das war's schon. Und gerade das Wissen, das fehlt, macht natürlich diese vielen Probleme aus, die Muslime heute haben.
Wenn wir schauen, der beste Weg eigentlich, um Wissen anzueignen, ist immer noch eine Bezugsperson zu haben. Alhamdulillah müssen wir sagen, in Deutschland, gerade in größeren Städten, finden wir überall Moscheen. Mittlerweile schon wirklich auch in größeren Dörfern. Also es müsste schon wirklich leicht fallen, Bezugspersonen zu finden, die einen Islam beibringen können. Also sprich Moscheen, islamische Vereine. Leider muss ich sagen, die sichersten Moscheen, sich Wissen anzueignen, sind leider die türkischen Moscheen. Weil bei den gerade arabisch geführten Moscheen doch sehr viel wahhabitisches Gedankengut ist, die ja kein Messer folgen und das natürlich zum großes Problem werden kann. Wir sehen also heute, wir haben viele Mängel. Die Frage, wer noch zu Umar Muhammad gehört, die werden wir leider erst am nächsten Tag erfahren. Leider ist es dann für viele zu spät. Allah kennt unsere Absicht. Allah kennt unsere richtige Hingabe. Allah weiß sehr wohl, zu was wir bereit sind, zu opfern und welcher Schwernis wir auf uns nehmen wollen. Danach wird sich auch die Prüfung Allah subhanallah an uns richten. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu tragen vermag. Allerdings scheint es heute so zu sein, dass man seine Nefs mit der Seele gleichstellt und meint, na, mein Nefs vermag es nicht zu ertragen, ich kann es nicht machen, ich möchte leben, wie ich möchte. Diese Einstellung ist mit Sicherheit kein Zeichen zur Zugehörigkeit zur Ummah von Mohammed s.a.w. Denn als Moslem gilt es ja, den Nefs zu erziehen, den Nefs in Schranken zu weisen. Wenn ich meine, es ist für mein Nefs zu viel, dann bin ich nicht bereit, Erschwernis auf mich zu nehmen. Ich bin nicht bereit, etwas zu ertragen. Ich möchte nach Lust und Laune leben. Darum mache ich das, was mir leicht fällt. Sehe mich als guter Moslem oder sage gar, na, mein Herz ist rein, Allah weiß es und lass es dabei. Wir dürfen nicht vergessen, wäre die Lebensweise von Mohammed s.a.w., also seine Sunna und die der Sahaba, nicht der Maßstab für uns, dann bräuchte es keine Umma Mohammed s.a.w. geben. Bräuchte es nicht, für was auch. Dann wäre wir irgendeine Umma, vielleicht die Umma der Muslime, die machen kann, was sie will. Wie es eben andere Religionsgemeinschaften oder andere Lebensgemeinschaften auch so machen. Aber das zeichnet uns aus. Die Umma von Mohammed s.a.w. verlangt gewisse Inhalte, nach denen wir uns richten sollen. Bin ich nicht bereit, mich danach zu richten, dann muss ich mir die Frage stellen, möchte ich denn zur Umma Mohammed sallallahu alaihi wasallam dazugehören oder nicht? Das ist einfach klippklar. Ich soll mich nicht selbst betrügen. Ich soll zu mir ehrlich sein und sage, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam behagt mir nicht. Sie ist mir zu schwer. Mein Nefs spielt da nicht mit. Okay, ich kann mich vielleicht als Muslim sehen, aber eben nicht als der, für den Mohammed sallallahu alaihi wasallam die Lebensweise gebracht hat. Schließlich finden wir auch einen Vers im Koran, wo Allah subhanallah gerade sagt zu den Muslimen, sagt, ihr habt den Islam angenommen, aber ihr seid noch keine Mu'min. Vielleicht zählt das dann für den einen oder anderen von euch. Jetzt liegt es an dir. Denk über dich und dein Handeln nach. Denke über deine Hingabe zu Allah nach. Und denke nach, wie viel ist dir wirklich der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wert, dass du seinen Fußstapfen folgst oder nicht. Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Allah gibt uns immer die Möglichkeit, in den wahren Weg zu stampfen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, Allah subhanallah benötigt uns in keinster Weise. Es kann theoretisch Allah egal sein, ob ich Muslim bin, ob ich Kafir bin, ob ich zur Umma Mohammeds gehöre oder zur Umma der Ahmadiyya oder zur Umma der Wahhabiten oder zur Umma der Koraniten. Allah gebietet uns etwas, aber er erlaubt uns, die Wege zu gehen, die wir denken, wo wir uns richtig sind. Es liegt also an uns, aus unserem Leben etwas zu machen. Wenn erstmal der Todesengel gekommen ist, dann ist für jede Töbe, für jede Reue, für jede Einsicht zu spät. Hier auf dieser Welt, Allah kennt unser Herz. Es liegt an uns, wie wir unser Herz verkaufen an Allah oder unser Herz verkaufen an die Dunya oder an gewissen Gruppierungen. Ich danke fürs Zuhören. Inshallah auf ein nächstes Mal. Assalamu alaikum
ve rahmetullahi ve berekatuhu.